أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفجر. Beim Frühlicht. وليال عشر. Und bei den 10 Nächten. وشفع والوتر. Und beim Anzahl geraden und ungeraden. والليل إذا يسر. Und bei der Nacht, wenn sie vergeht. في ذلك قسم لذي حجر. Ist hierin nicht ein ausreichender Beweis für einen, der Verstand hat? أن ترى كيف فعل ربك بعاد. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Art verfuhr? إم ذات العماد. Mit der Stadt Iram, der Säulenreichen. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Dergleichen nicht erschaffen wurde in anderen Ländern. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Und den Thamud, die Felsen im Tal aushöhlten. وفرعون ذي الأوتاد. Und Pharao mit seinen bodenfesten Bauten. الذين طغوا في البلاد. Denjenigen, die im Lande gewalttätig waren. فأكثروا فيها الفساد. Und dort viel Verderbnis stifteten. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Warum ließ dein Herr die Geißel der Strafe auf sie schütten? إن ربك لبالمرصاد. Wahrlich, dein Herr ist ständig auf der Wacht. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Und wenn der Mensch von seinem Herrn geprüft wird, indem er ihm Wohltaten erweist und Gnaden auf ihn häuft, dann sagt er, mein Herr hat mich gewürdigt. Wenn er ihn aber prüft, indem er ihm seine Versorgung verkürzt, dann sagt er, mein Herr hat mich erniedrigt. Nein, ihr seid nicht freigebig gegen die Weise. على طعام المسكين. Und treibt einander nicht an, den Armen zu speisen. وأكلون التراث أكلا لما. Und ihr verzehrt das Erbe anderer ganz und gar. وتحبون المال حبا جما. Und ihr liebt den Reichtum mit übermäßiger Liebe. Nicht aber so, wenn die Erde kurz und klein zermalmt wird. Und dein Herr kommt und auch die Engel in Reihen auf Reihen kommen. وَيَا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Und die Jahannam an jenem Tage nahegebracht wird. An jenem Tage wird der Mensch bereit sein, sich mahnen zu lassen.
Aber was wird ihm dann eine Mahnung nutzen? O hätte ich doch im Voraus für dieses mein Leben Sorge getragen. An jenem Tag wird niemand so bestrafen wie er. Und niemand wird so festbinden wie er. O du ruhige Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, wohlzufrieden und mit Allahs Wohlwollen. So schließ dich dem Kreis meiner Diener an. Und tritt ein in mein Paradies.